Die neuen Chemiewerke sollten den Preis für Dünger deutlich drücken, damit unsere Farmen wieder profitabel machen. Kohle wird jetzt sehr teuer, weil sie auch mehr, nehme ich mal stark an, exportiert wird. Das heißt, wir sollten hier dringend, wir könnten jetzt Sprengstoffe nutzen. Das würde die Sterblichkeit der Arbeiter erhöhen. Das ist natürlich ein bisschen, würde auch Sprengstoffe sehr, sehr viel mehr. Ja, oh, das ist gut, aber ich will jetzt keine Sterblichkeit. 30%, das ist schon einiges. Das will ich eigentlich nicht. Das würde ich gerne vermeiden. Und die Kohlemine im Westen können wir auch ausbauen. Da haben wir auch den Platz dafür. Das ist ja kein Problem, genau. Der Kohlepreis muss sinken. Das ist schon sehr wichtig. Und wir müssen dringend mehr Felder bauen, die immer noch keinen Profit haben. Das ist sehr, sehr minimal. Das ist sehr, sehr minimal. Weil die Preise natürlich nicht hoch sind. Wir sind da sehr beim Nullpunkt. Aber dafür halt der Dünger eben so ein bisschen preislich schon da ist. Und das macht das hier sehr, sehr riskant, sage ich mal. Ja, wir können da nicht viel machen. Wir könnten die Lebensmittelfabriken aufrüsten. Das würde eigentlich Sinn machen. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Das hier aufrüsten und dann mehr Eisen und mehr Fisch. So, die Intellektuellen, Lukas Bartdorf, möchte hier das beschleunigen, indem er seine Verbindung nutzt. Das können wir tun. Das werden wir tun. Das ist okay. Wir werden auch dann hier mal nach Hannover gehen und hier die Fischereianleger aufrüsten. Die haben auch Roggenfelder, das ist gut zu wissen. Eisenminen sind auch hier vorhanden, wusste ich gar nicht. Das heißt, wir werden das machen. Wir werden hier in Schlesien die Eisenmine nochmal aufbauen, um das ein bisschen zu drücken. Lebensmittel werden mehr produziert werden. Eisen macht keinen Profit mehr. Liegt an den teuren Kohlen, den teuren Werkzeugen. Die müssen wir dann auch nochmal aufrüsten. Das ist ein Kreislauf. Hier mangelt es an Zucker. Oh. Ehrlich, an Zucker? Wie kommt das zustande? Oh ja, auweia. Okay. Glas ist, warum brauchen die nicht Glas? Ach so, weil die, die machen Spirituosen. Warte mal, nee. Wir werden hier primär, genau, Lebensmittel produzieren. Das heißt, Glas ist schon mal weg. Zucker ist ein ernstes Problem. Das ist jetzt riesig gestiegen. Das liegt nicht daran, dass wir jetzt hier überall produzieren. Zucker, wie kann ich den denn, oder exportieren wir das? Was ist mit Zucker passiert? Zucker ist eine Ware, die nicht hier auftaucht. Was ist denn mit dem Zucker passiert? Wo machen wir denn Zucker? Das ist jetzt nicht so gut. Wo wäre der denn? Zucker ist nicht hier. Vermutlich eine Luxusware. Ja. Zuckeranwendung. Wir können das überall produzieren. Tun wir das auch? Machen wir das? Nicht die Viehhöfe, aber die Weizenfelder. Die wären da die verdächtigen. Roggenfelder gehen auch. Produzieren Zucker, aber weniger. Warum ist das jetzt so krass angestiegen? Können wir da mehr machen? Apfelhaine. Wir könnten einfach Feldfrüchte produzieren, das würde Zucker billiger machen. Nee, würde weniger. Ah, okay, weniger Zucker. Verstehe. Also Apfelhaine macht schon Sinn hier. Weniger Getreide ist okay, dafür mehr Zucker. Wir müssen also einfach diese Felder hier ausbauen. Die machen jetzt mehr Profit. Ist halt sehr wenig, ne? Ist keine große Menge an Zucker. Aber wir haben einen Zuckermangel sogar. Wir könnten natürlich einfach Zucker einkaufen. Das ginge. Zucker ist jetzt keine so ansonsten relevante Ware. Wir könnten kleine Mengen an Zucker importieren aus dem britischen Markt zum Beispiel. Das wäre vielleicht keine schlechte Idee. Und wir haben die Bürokratie freigeschaltet. Das macht jetzt einiges und auch viele neue Gesetze. Das ist echt überraschend, dass das noch nicht gemacht war vorher. Und jetzt könnten wir mal ein bisschen weitermachen und schauen, ob wir uns vielleicht zum Beispiel Dinge wie Anarchismus sind wir noch nicht ganz dran. Menschenrechte wäre vielleicht nicht schlecht. Wäre sogar sehr gut, glaube ich. Und dann können wir jetzt auch vor allem hier unsere Bürokratiegebäude ausbauen. Endlich. Und dann damit hier für etwas mehr Stabilität sorgen und die ganzen Staaten hier auch inkorporieren. Was ist das hier eigentlich? Der Oldenburgische Markt, das ist ein Vertragshafen. Warum sehen wir den dort? Ach, weil wir im Markt sind. Achso, genau. Jetzt, okay. Und wir haben die völlige Trennung endlich abgeschlossen. Das heißt, jetzt haben wir eben völlige Religionsfreiheit. Die Kirche ist tatsächlich radikal. Aber das ist okay. Und damit haben wir einen großen Schritt geschafft und können jetzt weiterschauen. Was wir machen sollten, wäre der Multikulturalismus. Der wird aber natürlich abgelehnt von den Kleinbürgern. Die werden da sehr dagegen und die sind immerhin 5%. Mit der Kirche zusammen wäre das jetzt schon einiges. Da müssen wir aufpassen. Dafür werden die Intellektuellen sehr happy. Das ginge aber insgesamt. Demokratisierung, Republik, Räterepublik wäre drin, aber es wäre jetzt schon sehr, sehr riskant, gerade wegen der Junker, die jedoch eine große Rolle spielen. Ein allgemeines Wahlrecht würde funktionieren, die Junker wären aber sauer.
könnte man mal nachdenken. Meinungsfreiheit wäre zumindest als Versammlungsfreiheit gegeben, eventuell. Auch da, die meisten dagegen, die Kirche wäre radikal dagegen. Würde aber insgesamt funktionieren. Würde funktionieren, würde unsere Autorität steigern und würde natürlich Menschen auch etwas zufriedener machen. Kinderarbeit könnte man einschränken, das würde funktionieren. Das wäre vielleicht echt keine schlechte Idee. Das wäre vielleicht echt keine miese Idee. Frauenrechte können wir keine weiteren gewähren. Wir könnten mit Sozialhilfen anfangen. Das wäre auch keine so schlechte Idee. Ich weiß natürlich nicht, wir haben noch die Erinnerung an den Siam. Da war das eine ziemlich krasse Sache. Ich weiß nicht, wie das jetzt genau wäre für uns, also wie viel Geld das wirklich dann auch kosten würde. Denn ich würde es gerne tun. Es würde funktionieren. Wir haben bereits die Krankenversicherung und alles etabliert. Ein Amt für Inneres, garantierte Freiheitsrechte, könnte man sehr gerne machen. Geht immer noch nicht. Ja, gute Frage. Also ich glaube, wir könnten durchaus mal die Kinderarbeit abschaffen. So ein Stück weit. Und dann auf Grundschulpflicht gehen, sobald das geht. Wir könnten das dann mit den Menschenrechten machen. Wir warten mal kurz. Wir machen das gleich. Wir machen das, wenn die Forschung abgeschlossen ist. So, das hier ist gerade ein bisschen teuer. Das ist aber kein Problem. Das ist gleich gelöst. Unsere Radikalen steigen ein Stück weit. Der Lebensstandard ist auch am Steigen grundsätzlich. Wir haben immer noch die niedrigsten Steuern. Menschenrechte sind freigeschaltet. Damit haben wir das gleich geschafft. Und können jetzt direkt, denke ich mal, hier mit der Grundschulpflicht weitermachen. Wird funktionieren, die Industriellen wollen das nicht, die wollen die billigen Arbeitskräfte, wir nicht und wir machen das. Das wird ja auch quasi diese Boni hier bringen, also die Sterblichkeit geht runter, das geht weg quasi hier und die Angehörigen verlieren etwas Einkommen, was riskant ist, weil natürlich dann die Kinder quasi Wohlstand erwirtschaften für ihre Familien in etwa, ist natürlich nicht ideal. Wir müssen schauen, was passiert, aber es sollte insgesamt die Lebensqualität erhöhen. Und mehr Bildung wäre auch drin. Okay, das ist getan. 5 Wochen noch für das hier. Die Gebäude wurden gebaut. Wir schauen auf die Marktpreise. Haben wir irgendwas kaputt gemacht? Ja, der Roggenpreis ist gestiegen wegen der neuen Lebensmittelfabriken. Das heißt, wir müssen hier weiter ausbauen. Leider machen die keinen Profit. Das ist sehr ärgerlich. Ist so ein Kreislauf, ne? Kann man nicht hier gegen machen? Dann vielleicht erstmal nicht. Das ist gerade ein bisschen zu heiß für mich. Ansonsten geht's ja eigentlich. Mehr Stühle wären okay. Mehr Stühle wären durchaus okay. Mehr Kleidung auch. Kleidung wäre vielleicht sogar keine schlechte Idee. Würde ich sogar direkt mal in Angriff nehmen wollen. Kleidung haben wir wo? In Schlesien, ne? Genau, hier. Tuchfabriken könnten wir auch mit Nähmaschinen ausstatten. Das würde alles funktionieren. Mehr Werkzeug, mehr Tuch, mehr Färbemittel haben wir. Dafür mehr Kleidung. Das nehmen wir mal in Kauf. Sollte insgesamt nichts radikal verschlechtern. Denn wir importieren ja Färbemittel. Tuch haben wir mehr als genug von, das ist okay. Werkzeuge haben wir viele von. Und dafür geht der Preis für Kleidung ein bisschen runter. Sehr schön. Ja, hat geklappt, sehr gut. Sollte einen guten Effekt haben. Fische könnten noch ein bisschen mehr affordable sein. Wir haben hier natürlich die Möbel, die wir auch vielleicht mal aufrüsten könnten. Ja, auf die mechanisierten. Holz, klar, braucht es mehr, aber der Preis würde sich senken. Das würde ich gerne machen. Das sollte jetzt schon mal hier was getan haben. Ja, sehr schön. Aber Holz, ne, brauchen wir mehr von. Können wir denn da aufrüsten? Noch nicht. Elektrosäge bräuchte auch Elektrizität. Das macht Sinn. Wir machen hier natürlich Hartholzproduktion, die wir auch brauchen. Wir können das nicht wirklich, also wir können Hartholz nicht aufgeben, weil es gerade so auf einem guten Preis ist. Das ist sehr angenehm. Ich würde sagen, wir bauen einfach mehr davon. Wir bauen mehr. Oder auch nicht, aber vielleicht hier, genau. Unser rheinisches Holzrevier quasi wird weiter ausgebaut. Ist aber schon bald am Limit, ne? Ja, ist bald am Limit. Das heißt, viel geht nicht mehr. Aber so noch ein bisschen was, mehr Tuch und eine Forschung, wie konnte ich die nur vergessen. Feminismus könnte uns tatsächlich ein paar ganz gute Sachen geben, denn wir wollen ja auch gerade sozial uns weiter voran bewegen. Denn unser Leben ist schon als weiter am Steigen. Wir haben einen insgesamt, oh sehr schön, wir haben einen insgesamt nicht ganz so hohen. Also Frankreich hat Teile, die sind besser. Unsere Küstengebiete sind hoch, Bayern und Braunschweig sind furchtbar, das ist einfach normal so. Und Richtung Osteuropa und Richtung Schweiz ist ein bisschen kritisch. Luxemburg ist auch kritisch. Habe ich aber oft gesehen so. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Luft nach oben, aber wir machen das Beste draus. So, wir haben die Grundschulpflicht. Sehr schön. Radikalisiert die Industriellen. Das ist doof. Die sind aber zum Glück nur bei 5% oder weniger sogar. Also kein großes Ding, aber das müssen wir schon mal fixen wieder. Dafür aber jetzt eben eine deutlich bessere Bildungslage. Und wir können gleich weitermachen.
Was machen wir denn jetzt? Wir könnten das Steuersystem verbessern. Proportional steuern. Industriellen haben da natürlich was dagegen. Würde aber unsere Einnahmen drastisch steigern und vieles deutlich fairer machen. Ich denke, wir machen das. Ja, wir tun das. Und dann müssen wir schauen, wie wir jetzt mit der Bildung umgehen wollen. Denn wir haben jetzt natürlich ein bisschen mehr Kapazität und könnten hier aufrüsten, würde aber ein bisschen mehr kosten. Genau, 200. Okay. Wir brauchen also noch mehr Bürokratie. Das, ja, das sage ich mal so. Und machen wir auch gleich. Ihr könnt auch noch ein paar Ablagesysteme bekommen. Ja, genau. Sehr schön. Und wir haben die Zentralarchive abgeschlossen. Die Aktenschränke wurden eingeführt. Wir lieben Bürokratie. Ja, das ist sehr schön. Und wir könnten dann gleich noch das Gebiet hier, glaube ich, ne, inkorporieren. Und der Rest ist es bereits. Ja, genau, alles inkorporiert. Das sieht gut aus. Dass wir die Steuereinnahmen erhöhen. Und wird uns viel Gutes tun. Okay. Und dann mit 220 können wir dann endlich die Bildung weiter ausbauen. Das ist alles ganz gut. Der Markt. Holz, ja, das ist natürlich eine krasse Ware. Ne? Wir sind einer der größten Holzproduzenten der Welt, was für uns schon relativ krass ist. Kleidung wird, glaube ich, exportiert. Wir sollten wirklich mehr Zölle verhängen. Weil Holz, genau, die kaufen so viel wie geht. Kohle, ja, Russland und Frankreich kaufen alles. Schweden auch ein bisschen. Kleidung ist tatsächlich ja doch ein großes Exportgut. Frankreich importiert uns hier die Kleidung weg. Das heißt, mehr Kleidung ist riskant, aber können wir machen. Und dafür eben mehr verdienen und mehr für uns produzieren. Also tun wir das. Und wir werden auch hier nochmal ausbauen. Ich sehe gerade, unsere Möbelfabriken, die machen keinen Gewinn, weil Holz halt sehr teuer ist. Naja, Holz ist teuer, Werkzeuge werden auch teurer, Tuch ist auch nicht mehr ganz so trivial. Man könnte es verbessern, wenn wir jetzt Wasserrohrkessel einbauen. Würde das 16.000 Arbeitsplätze kosten. Das würde helfen, weil es deren natürlich die Gesamtkosten für die Gehälter reduziert, aber ist ja eigentlich nicht das, was wir im Sinn haben. Wir müssen einfach nur Holz billiger machen. Oder Stühle exportieren, das geht auch. Ich denke, Holz, wir können weiter dran arbeiten. Weil wir verdienen ja kräftig mit. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht subventionieren müssen. So, Regierungsverwaltung ist gebaut, sehr schön. Wir könnten jetzt auch hier direkt auf die Bildung gehen. Genau, Level 4 bringt uns deutlich mehr Zugang. Wir könnten auch das Gesundheitssystem aufrüsten. Ja, machen wir auch. Und wir rüsten weiter im gleichen Atemzug die Verwaltung auf. Wir haben wirklich sehr viele Menschen hier in den ganzen Staaten. Langsam wird hier Braunschweig voll. Das ist gut zu wissen. Hannover hat bereits Arbeitslose. Das ist nicht so gut. Wir sollten vielleicht hier mal den Fischereinleger, der geht nicht weiter, aufgerüstet. Okay. Dann werden wir vielleicht hier mal den Hafen aufrüsten, oder? Würde das was bringen? Was bringt das genau, den Hafen aufzurüsten? Das bringt natürlich mehr Durchsatz, mehr Konvois, die wir aber gar nicht so richtig benötigen, glaube ich. Wir machen da keinen Profit. Das ist schwer zu sagen, was der Hafen genau macht. Er wird aber benutzt, was gut ist, denke ich mal. Wir könnten hier Schiffe brauen, das wäre auch gut. Also hier eine Marinebasis können wir auch nutzen. Ja, wir könnten auch noch ein paar andere Sachen bauen. Eine Kunsthochschule zum Beispiel wäre auch sehr interessant. Aber eigentlich brauchen wir das nicht. Motorenwerke, wie sind das eigentlich gerade hier? Motorenwerke in Ostpreußen. Die machen einen sehr, sehr guten Gewinn. Weil die auch exportiert werden. Das heißt, ich würde sagen, wir bauen hier noch mehr. Und können dadurch mehr Stahlbedarf erstellen. Und dann auch noch ein bisschen mehr Stahlwerke bauen. Und dann müssen wir, glaube ich, mal... die Steuern. Sehr schön. Viel mehr Geld. Super. Dann müssen wir jetzt ganz dringend auch mal hier die Werkzeugwerke ausbauen. Denn die werden langsam auch zum Problem. Und wir sehen schon, dass der Export uns teilweise echt Probleme macht. Ne? Gerade das Holz, das ist herausfordernd. So, neue Gesetze. Was machen wir? Ich denke, das wäre schön, aber jetzt haben wir gerade so viel getan, was bereits einige der Gruppen verärgert hat. Wir könnten das langsam nicht mehr riskieren. Wir haben jetzt nämlich bereits einige Gruppen, die uns nicht mehr wirklich so extrem gut gegenüberstehen. Und selbst unsere mögen uns jetzt nicht wirklich. Die Landbewohner sind die größte Gruppe, was ich jetzt nicht gedacht hätte. Die Junker, ja, die Kirche, ja, die Industriellen, das ist gut, die Kleinbürger sind eigentlich, es ist okay. Wir haben die Gewerkschafter, die lieben uns, das ist toll. Ansonsten, ja, ist so ein Mittelding. Machen wir das, machen wir das nicht. Die Kirche wäre echt dagegen und die hat immerhin 10%. Wir werden mal ganz kurz warten. Sozialhilfen könnten wir uns durchaus leisten. Wir machen das, wir führen
unsere Sozialversicherung ein und geben dadurch ein bisschen mehr zurück. Wir haben ja bereits unsere öffentliche kostenlose Krankenversorgung. Ich hoffe, das hilft dann.